Es war Ende April. Wir zogen in ein großes Haus. Es war ziemlich alt. Und es war noch vom Vorbesitzer eingerichtet mit antiken Möbeln, Schnitzereien, Verzierungen und Gemälden. Es waren einige und alle sahen sehr wertvoll aus. Ich traute mich nicht einmal nur daran zu denken, sie anzufassen. Eines dieser Kunstwerke mochte ich besonders gerne. Darauf war ein Mädchen mit einem blauen Turban zu sehen, aus dem lange blonde Haare herausragten, so dachte ich jedenfalls. Mein Vater hatte mich später aufgeklärt, dass es keine Haare, sondern lediglich ein gelbes Tuch sei, das dort voluminös zum Boden ragte. Sie hatte helle Haut, keine Makel, und ihre Augen waren geschlossen, als würde sie schlafen. Sie wirkte nicht sehr reich, und doch trug sie eine große Perle als Ohrring. Ihr mit Lippenstift bestrichener Mund war leicht geöffnet, so als wolle sie mir etwas sagen. Doch Worte gab es keine. Ich war fasziniert von diesem Kunstwerk und betrachtete sie wie in einer Trance. Sie vermittelte mir ein wohliges, behütetes Gefühl. Eines Tages dann, als ich mal wieder auf ihre vollen roten Lippen starrte, bildete ich mir ein, sie etwas sagen zu hören. War sehr leise und doch präsent. Ich ging näher an das Bild heran, als ich sie plötzlich klar und deutlich hörte. Ich werde dich töten! Oh boy, es tut mir so leid, wenn sich da jetzt jemand erschrocken hat, Leute. Aber es musste halt was sein. Ich hasse Horror auch richtig krass, aber das musste sein. Und was will ich euch mit diesem tollen Video erzählen, Leute? Ganz klar, es gibt verfluchte Gemälde. Wenn euch das eben nicht aufgefallen ist, das Gemälde in der Mitte hatte eben ja noch die Augen zu und es macht die einfach irgendwann am frühen Morgen wieder auf. Also das hier sind jetzt die Originalgemälde in Anführungszeichen, beziehungsweise sind das alles Fälschungen und ich glaube, das geht auch nur bei den Fälschungen. Und diese drei Bilder, die ihr hier seht, sind alle drei verflucht tatsächlich. Das heißt, sie sehen am Tage anders aus als in der Nacht. Und um euch das zu zeigen, werden wir jetzt ein paar Stunden nach vorne springen und live dabei zugucken, was diese Gemälde gleich tun werden. 6,5 Stunden später. Okay, schaut genau hin. Es ist jetzt 18.30 Uhr. Ich bin mir nicht genau sicher, wann irgendwas passiert, aber das sollte jetzt die nächsten paar Minuten passieren, halt wenn die Sonne untergeht. Und ihr seht ja, jetzt gerade ist bei dem Bild in der Mitte, das ist übrigens das Perlengemälde, so heißt es im Spiel. Und wie ihr wisst, wenn ihr mein Video gesehen habt zu Rainers Kunstwerken, dann wisst ihr auch, wie ihr die Fälschung erkennt. Nämlich hier zum Beispiel, dass der Ohrring nicht rund ist, also keine Perle, sondern eher so ein Stern ist. Und sie guckt jetzt noch so ganz normal, das ist das normale Bild. Aber gleich, wenn wir ein bisschen warten. Es wird übrigens kein Jumpscare mehr kommen, Leute, keine Sorge. Wir gucken uns nur an, was die Bilder jetzt einzeln machen. Bam! Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, es ist so gruselig. Sie schließt ihre Augen und den Mund. Ja, ich weiß, in der Story habe ich was erzählt, von wegen ihr Mund ist offen, bla bla bla. Das kommt, weil ich die Story davor schon geschrieben habe und die jetzt nicht umbenennen wollte oder umschreiben wollte. Aber ja, super gruselig. Das heißt, sie legt sich mit euch zusammen in der Nacht schlafen. Auch ein bisschen knuffig von ihr, aber mehr gruselig als knuffig. Gut, so viel zu dem Perlengemälde. Gucken wir uns natürlich auch noch die beiden anderen an. So, es ist wieder so um 6:30 rum und mit diesem Bild passiert auch gleich was anderes. Das ist das Furchtgemälde. Kommt übrigens aus Japan. Ihr könnt ja schon mal raten, was passieren wird. Sollte jeden Augenblick passieren. Ciao! Der Ido wird einfach glücklich. Ich finde das so toll. Davor war er noch so griesgrimmig und wusste nicht, was passiert. Und jetzt ist er happy. Schön. Also das ist das Furchtgemälde. Und dann bleibt noch eins. Und zwar das Anmutsgemälde. Und was da passiert, schauen wir uns auch gleich an. Ja, und das letzte Bild, das ich hier zumindest noch habe, ist das Anmutsgemälde. Und was damit passiert? Naja, seht selbst. Da ist die Fälschung übrigens kleiner als das Original. Ich glaube, das Original müsste tatsächlich bis oben an dieses blaue Ding kommen. Nur falls ihr euch wundert, wie man das erkennt. Bäm! Er schaut einfach in die andere Richtung. Sie schaut jetzt nicht mehr über die Schultern weg, sondern guckt jetzt in die Richtung, wohin sie auch läuft. Und das sind sie, zumindest die drei verfluchten Bilder, die ich habe. Es gibt garantiert noch mehr verfluchte Bilder, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich finde das so toll, dass Nintendo so eine Kleinigkeit irgendwie reingepackt hat als Easter Egg. Ich meine, wer achtet denn da drauf? Man muss ja erstmal ein gefälschtes Gemälde kaufen, das dann noch irgendwo aufhängen
Und dann darauf achten, dass da vielleicht kleine Sachen passieren. In der Mitte erkennt man es vielleicht noch, wenn er sich da die Augen schließen, aber bei den beiden auf der rechten und der linken Seite fällt dann das wahrscheinlich nicht sofort auf, dass sich da was verändert hat. Auf jeden Fall mega cool, dass Nintendo sowas ins Spiel reinpackt. Finde ich witzig. Ich weiß nicht genau, warum sie das gemacht haben. Es ist auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Also ich hätte Angst, wenn ich so ein Bild zu Hause hätte, das sich einfach so verändert. Außerdem ist das ein witziges Easter Egg, dass, falls man schon ein gefälschtes Bild gekauft hat, dass man sich da nicht so doll ärgern muss, weil sie zumindest so ein Easter Egg mit drin haben. Dann sind die Fakes quasi noch cooler als die realen Dinger, die man halt ins Museum reinpackt. Und meiner Meinung nach geht das halt wirklich nur mit den Fakes. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr eventuell auch schon solche verfluchten Bilder irgendwie gefunden habt. Und wenn ja, welche? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und was da dann auch passiert. Bin mir auch ziemlich sicher, dass es auch eine Statue geben wird, bei der irgendwas verflucht ist. Aber keine Ahnung, was da dann passieren könnte. Und ich habe halt noch lange, lange nicht alle Bilder und sowas gefunden. Weil der Rainer ist ja leider auch nicht jeden Tag da. Aber ja, das war's dann mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, ich konnte euch was Neues im Spiel zeigen. Ich fand's auf jeden Fall sehr cool, dass Nintendo sowas reingepackt hat. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr weitere Videos dieser Art nicht verpassen wollt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss!